Ich werde es extra nicht sagen, weil es ist sehr spannend. Oh! Oh! Und alles. Oh mein Gott, nein! Jo, was geht ab, Freunde? Jo, was war das denn, Alter? Geil. Einfach mal schnell das Maschinengewehr rausgeholt. Ja. Auf jeden Fall, Freunde. Herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Heute werde ich ein Format bringen, was ich so noch gar nicht gemacht habe. Also wirklich 0,0. Dabei ist natürlich Kiran. My name is Jeff. Wir werden nämlich heute Kofferpacken spielen. Oh yes. Für alle, die nicht wissen, was es ist, noch einmal ganz schnell erklärt. Aber vorher, abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, like das Video. Let's go, komm, check's auf jeden Fall, macht es. Und checkt natürlich Kiran ab, der ist natürlich auch oben in der Videobeschreibung verlinkt. Checkt's ab, aber Janni, wir machen heute was Krasses, genau, hast du gesagt. Genau. Na, sag mir, komm. Kofferpacken. Oh, also, ja, hab ich schon mal gehört. Ja, es wird so laufen, ich werde jetzt zum Beispiel, einen Basketball hier im Flat machen. Dann kommst du und musst den Basketball nachmachen. Genau. Und dann einen weiteren Trick dazu setten, heißt, ich sage jetzt einfach mal den 180 Tailwhip. Genau, einfach an der Quarter. Genau, dann muss ich Basspin machen, 180 Tailwhip und dann noch einen weiteren Trick dahinter setzen. Oh mein Gott. Das machen wir so lange, bis die Line halt einfach... Nein, bis einfach verkackt. Bis, nee, ja, bis genau, jemand verkackt hat, genau. Verkackt. Weil erstens ist es ultra anstrengend, heißt, irgendwann verkackt man einfach von alleine und irgendwann wird die Line einfach so reingeschissen lang, man vergisst ja auch die Tricks. Das ist das große Problem. Ich würde sagen, wir schnappen gar nicht lang. Schere, Stein, Papier, wollen wir, wer anfängt? Genau, der Gewinner fängt an, der Verlierer ist danach. Alles klar, okay. Darf ich es dann machen, wa? Oh! Schere, Stein, Papier, sowas von. Oh, das ist so rein. Janni, das ist ein Fluch! Ah! Warum vergisst du immer? Ich mache einen Trick vor und zwar, wir können ja von der ganzen Halle auswählen. Genau, wir können überall, die ganze, ne, Halle als komplette Line nutzen, scheißegal. Such dir was aus. Wir fangen chillig an und zwar, hast du ja gerade was erzählt von 180 und zwar möchte ich, genau, hier diese Wall mal ein 180 Barstool machen. Wir fangen chillig an, weil wenn wir später noch die krassen Tricks dann raushauen, wird es spannender und am Anfang ist es ja easy erstmal. Wir müssen uns ja immer ein bisschen steigern, deswegen 180 Barstool da drin und danach kannst du weitermachen. Also wir müssen von hier tatsächlich anfangen und dann einfach hier... Genau, ja, auf jeden Fall sehr gechillt. Ja. Ich habe auch schon den nächsten. Sehr gut. So, du hattest jetzt den 180 Bar Spin. Genau. Ich werde jetzt den Tailwhip Flat dahinter setzen. Ja, safe, dann hau mal raus. 180 Bar und dann Tailwhip Flat. Komm, let's go. 180 Bar, safe, Tailwhip Flat. Sehr geil, okay. Das war auf jeden Fall nice. Janni, ich habe eine coole Idee. Die macht Spaß. Okay. Und zwar wird es interessant, weil wir werden auf jeden Fall nicht über die Box kommen damit nach dem Trick. Und zwar, ich habe ja erst den 180 Bar gemacht, danach hast du den Tailwhip gemacht und jetzt mache ich einen No-Foot-Drop in die Bank. Oh nein. Oh, das ist widerlich. Ich, wenn man im Film ist und sich auf andere Tricks konzentriert später, wird das wirklich krass. Das stimmt. Oh. Und? Boah, okay. Also man hat auf jeden Fall sehr wenig Schwung. Jetzt muss ich den nächsten Trick wirklich... Ja, da muss ich mir sehr dolle Gedanken machen. Vor allem, ich habe mir selbst eine Falle gestellt, weil du musst jetzt einen Trick an der Quarter machen und ich muss dann improvisieren, wo man als nächstes hinfährt. Das ist das Schwere, aber du machst jetzt erstmal einen Trick entweder am Flat da drunten oder halt wirklich an der Quarter direkt. Ich bin gespannt. So, Janni, jetzt bin ich mal gespannt. Es wird schon interessant. Guck mal, es ist schon interessant. Ja, fahre ich bis nach hinten oder komme ich wieder zurück? Das ist die Frage. Scheiße, das wird sehr schwer. Ich muss mir auch irgendwie ausdenken, die Line muss ja auch irgendwie weitergehen. Genau. Boah, weißt du was? Ich werde dir das zeigen, was ich mache. Nein. Aber ich werde es jetzt extra nicht sagen, weil okay, es wird sehr spannend. So, ich muss also nicht vergessen, 180 Bar, jetzt Tailwhip. Jetzt No-Foot-Drop. Sehr gut, und jetzt Quarter, was macht er? Oh, oh. Alter, das ist schon der erste schwere Trick tatsächlich. Ja, also ich bin dir ehrlich. Das Problem ist, ich muss ihn jetzt nicht einmal machen, ich muss ihn nicht zweimal machen, ich muss ihn keine Ahnung wie lange machen. Das wird wahrscheinlich die längste Line der Welt. Ich muss jetzt tatsächlich ein bisschen mal chillen, weil ich muss mir alle Tricks merken, weil es sind schon ein paar. Und ich muss danach noch einen setzen, das ist das Schwere. Oh. Aber das kriege ich schon irgendwie hin. Ich überrasche dich auch mal, so wie du mich überrascht hast. Ich hoffe, es kommt nach Plan und ich hoffe, das ist auch easy. So, ich präg mir die Tricks natürlich jetzt auch nochmal richtig ein. Oh, sehr schöner Tail-Tap. Oh, Heel-Rip. Tail-Tap, tatsächlich noch genug Schwung, da hatte ich ein bisschen Angst vor, aber geht easy. Janni, jetzt wird's schon krass, guck mal, wir haben schon so viele Tricks. Scheiße, ich muss jetzt auch noch hier irgendwie einen Trick machen. Ey, wir müssen alle schaffen. Am Ende mache ich noch Fingerhoops und Kicks und so. Das wird echt eklig, Mann. Wenn wir alle schaffen müssen, wird's schwer. Also bleib bis zum Ende dran, aber Janni, du darfst es erstmal machen und ich bin sehr gespannt, was du vorhast. So, jetzt werde ich etwas machen, was richtig hektisch sein muss. Nein. Nochmal zum Schluss. Ja, aber es muss sein, es muss einfach sein. Okay, es muss ja schwer sein, weil, ja. Genau, weil die Line muss natürlich auch irgendwie weitergehen. Genau. Ihr werdet sehen. Oh, er ist ganz schön schnell. 180 Bar, jetzt Tailwhip Flat. Safe, jetzt No Foot Drop. Jetzt da hinten ein Tail Tap. Oh ja, safe. Jetzt Heel Whip raus. Okay, was macht er jetzt? Das ist so übertrieben, ne? Das genau ist. Nein! Der Quarter, der 180, das ist so hart.
ich, aber feier ich. Es warte muss mal, so sein. Muss der Fakey bis zur Quarter gehen oder muss man nur ein 80 machen und dann wieder zurückziehen? Also nein, wirklich einfach nur so, zack und wieder zurück. Das habe ich nur gemacht, damit jetzt dein Gleich kommt. Das ist genau richtig so, weil ich hab da auch schon einen Plan. Oh, echt? Ja, wirklich. Oh nein, scheiße. Okay, ich bin sehr gespannt. So. Oh mein Gott, ich bin spannend, ja nicht. Wo? Tay-Tap. Europe. 180 Fakie. Down. Oh. Down hier, okay, ich muss den dann in die andere Richtung machen. Aber jetzt mal ehrlich, lass mal ganz kurz die Regel machen, dass wir jetzt wirklich nicht an der nächstmöglichen Rampe den Trick machen. Das heißt, wenn du jetzt den Trick da machst, kannst du auch gerne das Step-Up runterfahren und dann da hinten an der Bank einen Trick machen. Okay, ja, dass die Line ein bisschen länger gestreut wird. Es geht nur um die Line, es geht nicht darum, dass man die nächste Rampe unbedingt nimmt. Aber ich glaube, das war ein guter Call. Downtable Frontside. Digga, so widerlich. Ja, so, was hat er jetzt? 180 Bar, easy. Table flat. No good job in. Ja, jetzt Tay-Tap. Oh, jetzt ist es schon sehr schwer. Komm, Heel Whip, let's go. 180, down Tail Whip, downside Tail Whip. Und jetzt dein neuer Trick, dein Trick. Was mach ich? Er weiß nicht mehr was. Nein! Ein Barspin in diese steile Quarter. Ey, wirklich, ohne Scheiß. Ich habe mir davor gar keine Gedanken gemacht, hab's gesehen. Dass ich ja auch eigentlich noch andere Tricks machen muss. Oh nein, Barspin drop in hier rein, das wird interessant und schwer, weil ja. Dann fährt man auch die Resi hoch. Aber ich würde sagen, wenn man sich zwischendurch packt, zählt das nicht, wenn man, dass man da rausfliegt, sondern wirklich beim Trick muss man verkacken, ja? Ja, auf jeden Fall. Ich lasse euch auf jeden Fall mal überraschen, es wird auf jeden Fall sehr witzig. Okay, der klassische 180 Barspin, Tail Whip, No Foot, wow! Tail Tap, Heel Rip. Oh. Oh. Das ist so unnötig gewesen. Oh. Oh. Oh mein Gott. Okay, fährt neu an. Okay, ein Tail-Rip drauf. Okay, also hier haben wir dann so ein bisschen Freiraum. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich bin Drop in Manual gelandet. Ich hab das gesehen. Boah, warum machst du auch einen Barspin in so eine schnelle Quarter rein? Keine Ahnung, ich finde den easy und mir ist nichts eingefallen. Perfekt, okay, jetzt mach du mal nach, weil der war schwer und du musst jetzt wirklich vorher mal nachdenken, was du machst als nächstes, ja? Auf jeden Fall. So, jetzt muss ich mir natürlich wirklich gut Gedanken machen. Das jetzt wird's spannend, einfach. Digga, jetzt wird's spannend. Also, ich lande da. Du machst einen Wallride bzw. Whip Wallride, genau. Und dann fährst du dahin. Dann hast du entweder die Möglichkeit, an der Box Quarter zu machen oder du fährst die Box runter und machst da hinten was an der Wall oder halt über die Resi-Box. Geht natürlich auch. Es ist schwer. Aber ey, weißt du was? Improvisier einfach, überrasch uns. Ja, ich versuch das. Ich glaube, ich habe aber schon eine ganz gute Idee. Ich muss mich auf jeden Fall jetzt ein bisschen ranhalten. Wir müssen jetzt gehen. Barspin 180, Tail Whip Flat, No Foot Drop In. Der war easy. Tail Tap, mal gucken, ob man ihn schafft. Ja. Oh ja, okay. Jetzt eine Heel Whip aus der Bank. Ein 180 Flat, Downside Tail Whip. Bar Drop! Es ist so unnötig! Bar Drop, nice, okay. Jetzt hier, wieder rum. 180, jetzt Whip to Wall Ride. Safe, okay. Nächster, komm! Was ist das? Das ist reingekackt! Wer macht denn einen fucking Double Tail Whip? Hier, Whip, hier raus! Digga, Janni, das war echt nicht witzig. Das war wirklich nicht schön, Mann, aber krass. Das ist echt sehr schwer. Ey, also Double Yee Whip in der Line zu machen, ist schon echt eine Ansage. Das auf Dauer? Weil ich bin jetzt schon echt kaputt! Ja! Das Ding ist, es sind so diese kleinen hektischen Dinger, ja, weißt du, die genau. Oh Mann, okay, du bist dran. Ihr lasst euch wieder überraschen, Jungs und Mädchen. Alle, ihr lasst uns auf jeden Fall überraschen. Auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall jetzt echt spannend mit dem Double. Ey, ich muss auch hinterherlaufen. Okay, ja. Ach, das wird immer anstrengender. Meine Füße sind jetzt schon irgendwie matsch, ne? Ja, das ist wirklich sehr anstrengend. Oh, schöner Tail-Tap. Europe hat er. Oh. Oh nein, ja, ich bin weg. Ja, ich bin weg. Ich bin weg. Okay. Oh. Whip-Work. Genau. Und weiter geht's. Oh. Oh. Okay. Bar-Lip. Bar-Lip-Side. Also Lip-Stall. Lip-Stall. Genau. Alter, Janni. Digga. Jetzt wird's wirklich anstrengend, Alter. Ich glaube, du fliegst jetzt raus. Ich will nicht noch mal Runde. Ich muss nochmal Revue passieren lassen. Was passiert ist? Da. Ich finde, man bildet sich das tatsächlich beim Fahren direkt ein, ne? Ja, also, ja, es ist jetzt schon voll drin. Ja, okay. Er macht wie immer 180 Bar, Table Flat, No Foot Drop In. Jetzt macht er einen Lips, was für Lipside? Tail Tap, auch sehr gefährlich jetzt. Key Whip, 180. Ja, sehr nice. Downside Tail Whip, Barspin Drop In, komm. Auch easy, jetzt Double Heel. Oh nein, doch nicht. Oh mein Gott. Ich hätte es verkackt. Whip Wallride. Safe. Double Heel raus. Oh mein Gott, war der knapp. Nein, Bar Lipside schafft das safe. Jetzt nächster Trick. Truck Driver, das ist. Nein. Also,
Das ist nicht normal. Janni, der war gut. Der war wirklich sehr gut. Alter, das ist anstrengend jetzt schon, ne? Das ist wirklich sehr anstrengend. Ich bin dir ehrlich, Janni, jetzt wird's wirklich spannend und ich mach was Ekliges, damit du rausfliegst. Oh nein. Du weißt ganz genau, was für Tricks kommen jetzt. Oh nein. Ich mache aber jetzt erstmal nach. Ich muss erstmal schaffen. Oh. Ey, du glaubst nicht, ich bin schon so kaputt, ne? Ich auch komplett, Mann. Okay. Natürlich der gute Stall. T-Rip. Oh. Man merkt, da ist nicht mehr so viel Power drin. Boah, sehr schön. So. Rip Roll Ride. Double Heel Rip. Jetzt wird's spannend. Boah, Stall. Und jetzt der Truck. Truck Driver. Unkickless. Oh nein. Das war Oppo. Ich wollte gar nicht Scheiße. Ich glaube, nach dem wird es echt schwer. Ich bin ehrlich, wenn du ihn jetzt schaffst, habe ich echt Angst, dass ich ihn nicht schaffe, weil es wirklich anstrengend ist. Ihr müsst es unbedingt nachmachen, es ist echt schwer. So, ich habe jetzt hier nochmal ganz schnell mein T-Shirt so reingepackt. Digga, Ankick, es tut mir wirklich leid, ich musste improvisieren. Das ist wirklich assi. Ah, ich will, dass du rausfliegst, ich will gewinnen. Okay, ich habe jetzt auf jeden Fall noch einen weiteren Trick danach. Oh mein Gott, stimmt. Der wird auch sehr schwer, wenn ich aber diese Line erstmal komplett schaffe. Okay, let's go. Bar 180. Table flat, no foot drop, alles easy. Tail tap, auch easy. Oh, hier Whip raus, nice, 180. Das ist das Schlimmste, Down Whip. Oh, am Loch hängen geblieben. Bar drop. Oh mein Gott. Whip wall right jetzt. Komm schon, schneller, es muss schneller gehen. Whip wall right, easy. Da habe ich hier Whip direkt raus. Okay, auch easy, jetzt. Bar lip. Oh Gott, Janni, das sieht sehr gut aus. Truck driver. Ja, und anders. Oh mein Gott, nein! Was? Nein! Janni! Alter! Das war's komplett! Ey! Scheiße, ist das anstrengend! Ich bin dir ehrlich, da habe ich jetzt richtig Respekt vor. Und das wird sehr anstrengend für mich. Digga, dass du ihn geschafft hast, niemals. Aber ganz kurz, hast du gemerkt, wie assi es ist, nach dem Truck Driver einen Unless-Drop zu machen? Ja! Ey, man hat null Platz! So sketchy! Wie kann man so sketchy da einspielen? Ich weiß es nicht. Janni, ich habe ein bisschen Angst, dass ich verkacke jetzt. Der Flair, der ist echt schwer, nach dem Speed vom Unless runterzumachen. Scheiße. Geht am besten. Das habe ich auch gemerkt. Ich bin in Unless, habe ich Drop-In gemacht, habe dann einfach nur auf einmal so gemerkt, da liegt ja ein Scooter. Ach ja, mein Roller steht da. Huch. Und ich hatte dann natürlich nur im Augenwinkel so, oh shit, ich hoffe, der liegt nicht im Weg oder so. Bin ich einfach Flair gemacht. Digga, krass, krass. Nochmal Faust drauf. Ich gebe mein Bestes. Danke. Du musst es aber jetzt auch packen. Janni, ich bin trainiert, ich bin dafür bereit. Boah, du musst jetzt den Flair machen. Ja, und danach muss ich vor allem Trick machen. Echt? Das wird sehr schwer. Ich bin von meiner Line komplett kaputt und ich muss jetzt noch hinterherlaufen. Wow. Okay. Die Line kennen wir jetzt schon aus dem Schlaf langsam. Ja. Okay, jetzt mal wieder dein Lieblingsdrop hier. Ich hasse es dafür. Er sieht so stokelig aus. Oh Gott! Double hier, oh mein Gott! Boah! Sketchy! Warte mal, warte! Ich war gerade in der Line. Digga, du hast einen Bar-Slip verkackt! Wo denn Bar? Wo? Bar to Lipstall ist das! Glaube ich nicht! Ich dachte, Digga! Den hast du selbst vorgemacht, du Affe! Ey, ich war so im Film, dass ich diesen Flair jetzt schaffe, ne? Digga, den hast du selbst vorgemacht! Kann man so blöd sein, ey! Digga, ich dachte nämlich gerade, ich hab's so gefilmt und hab das halt gar nicht gepeilt. 0,0 gepeilt. Und auf einmal so, warte mal, du hast was vergessen. Und du fährst sogar noch einfach so richtig random einfach weiter. Ich dachte, ich hab den richtig gemacht. Ey, ich hab wirklich dran gedacht. Aber ja, Digga, das war kacke. Geile Session war das gerade. Das war richtig. Digga! Krass, ey, ich gönn dir den ersten Platz, weil du einfach den Flair noch gezogen hast. Alter, ich hätte vielleicht sogar beim Flair verkackt, weil ich einfach so kaputt bin und keine Kraft mehr habe. Das ist echt anstrengend. Also, ja, das ist echt krass. Alter, das war echt ein geiles Match. So, das war auf jeden Fall echt ein krasses Ende. Tatsächlich hat sich mal heute einfach mal keiner gepackt. Ich hätte wirklich gedacht, dass wir irgendwann zum Schluss ja, so tot sind, komplett, dass wir einfach bei irgendeinem Trick einfach hinfallen. Genau. Aber Freunde, auf jeden Fall würde ich sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Schaut auf jeden Fall bei Kieran vorbei. Ja. Abonniert meinen Kanal. Ja. Schaut bei mir auf Instagram vorbei. Ja. Schaut überall vorbei. Ja.